Die Donau 3 FM Flimmerkiste bei den Biberacher Filmfestspielen. Präsentiert von Scheffold Immobilien. Aus der Region für die Region. Jawollo! Hallo und herzlich willkommen. Wir haben unsere Zelte hier in Biberach aufgeschlagen. Wenn ich sage Zelt, dann meine ich einen Tisch. Aber wir brauchen keine Zelte, denn wir sind im Traumpalast in Biberach. Erster Stock, das ist das Kino, wo alle Filme gezeigt werden über die nächsten 5 Tage. Paul und ich sind sowas von gespannt. Wir freuen uns richtig drauf. Wir versuchen euch in den nächsten 5 Folgen dieses Podcasts die interessantesten Gäste vors Mikrofon zu zerren, die dann über ihre Filme erzählen. Uns wurde im Vorfeld schon gesagt, die freuen sich alle tierisch hier sein zu dürfen, weil die waren natürlich auch eingesperrt die letzten paar Monate. Und jetzt ist zum ersten Mal wieder so ein richtiges Festival-Feeling. Natürlich socially distanced, ist ja klar. Aber ansonsten ist hier absolut gute Stimmung. Die Menschen sind frohen Mutes und freuen sich der Dinge, die da in den nächsten 5 Tagen kommen werden. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht es bitte schleunigst. Das gilt natürlich auch für alle anderen Folgen der Flimmerkiste. Ja, ich gehe jetzt dann rüber. Da ist die offizielle Eröffnung in der Stadthalle. Und wir hören uns morgen an dieser Stelle. Euch einen schönen Abend und macht's gut. Die Donau 3 FM Flimmerkiste bei den Biberacher Filmfestspielen. Präsentiert von Scheffold Immobilien. Aus der Region für die Region. Mein Name ist Christian Scheffold. Mein Team und ich wünschen Ihnen viel Freude bei den Biberacher Filmfestspielen.